Also erstens, es gibt einen großen Zusammenhalt hier in der Region. Es gibt das Besinnen darauf, dass wir eigentlich noch mehr Werbung für uns machen müssen, für unsere Stärken, dass wir die nationale, europäische und internationale Vernetzung vorantreiben müssen und dass wir eben nicht kleinteilig vor allen Dingen erstmal auf die Risiken, sondern in erster Linie auf die Chancen gucken müssen. Die Einheit als Stärke zu begreifen, das war ein starker Wunsch. Ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz. Es geht um die Frage, welche Infrastruktur beispielsweise brauchen wir dafür. Das sind die klassischen Infrastrukturüberlegungen. Straße, Schiene, Wasserwege, Luftwege. Aber immer stärker wird auch das Thema der digitalen Infrastruktur. Und das nahm ebenfalls einen großen Raum ein, wie wir das vorantreiben können. Und dann waren Hauptdiskussionspunkte die Kernfragen, wie wir für Kernindustrien in unserem Land. Also, wie wird Mobilität der Zukunft aussehen? Wie wird unsere Region, die Mobilitätskompetenzregion ist, wie wird sie sich darauf einstellen können und müssen? Was sind die Chancen, wo sind die Risiken? Ich glaube, an so einem Beispiel kann man es eben auch mal deutlich machen, dass wir uns industriepolitisch, und das ist für unsere industrielastige Region enorm wichtig, neu aufstellen, nachjustieren müssen. Und an dem Beispiel kann man eben zeigen, Ministererlaubnis ist nicht nur was für Großkonzerne, sondern da geht es tatsächlich eben im Ergebnis auch um hochinnovative, im Übrigen familiengeführte mittelständische Unternehmen. Ich würde mir so eine Ministererlaubnis sehr wünschen, weil das eben Arbeitsplätze, Wirtschaftskraft, Innovationskraft in der Region sichert. Die Region hat eine positive Entwicklung gemacht. Und wir sind heute mit den Stärken, die es in Braunschweig gibt und den Stärken in Wolfsburg auf Augenhöhe. Das liegt in der Geschichte, das liegt in vielen Faktoren. Und ich kann nur sagen, es ist eine gute Sache, wenn ich das heute erlebe, dass es eine solche Zusammenarbeit gibt, weil gemeinsam ist man deutlich stärker als alleine. Auch das Braunschweiger Land ist mit Wolfsburg deutlich stärker. Was deutlich geworden ist in der Diskussion, und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen: Wir sind in der Region nur dann stark, wenn wir begreifen, dass jeder Stärken mit einzubringen hat in eine gemeinsame Region und gemeinsam auftreten. Und wenn ich von Region rede, dann meine ich natürlich die Städte Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter. Ich rede aber auch um die Landkreise, die wir hier haben. Egal, ob das Gifhorn im Norden ist, ob das Goslar im Süden ist, ob es Peine oder Helmstedt sind. Und das ist eben die Bandbreite, die unsere Region ausmacht. Und da müssen wir mehr zusammen hinbekommen. Das heißt, Glasfaser brauchen wir flächendeckend, und zwar wirklich Glasfaser als Technologie, weil das ist aus meiner Überzeugung die einzige Technologie, die wir heute kennen, die wirklich zukunftsfähig ist. Und das heißt, wir brauchen 5G flächendeckend in den Städten, in den Ballungsräumen, an den Verkehrswegen, aber auch im ländlichen Raum und das bis wirklich in die letzte Ecke. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird all das, was wir in Zukunft, glaube ich, vor uns haben, in der Wirtschaft, in der Landwirtschaft, aber auch für alle Privatleute nicht funktionieren. Bildung ein Riesenthema, auch da brauchen wir eine digitale Infrastruktur und das ist die mega Zukunftsaufgabe, die wir vor uns haben.